Dankeschön. So, wir kommen jetzt noch, aber wie versprochen, zu den Fragen. Und weil das so viele sind, ich drücke jedem von euch einfach so einen groben Stapel in die Hand und ihr sucht davon euch einfach, ich sag mal, die schönsten drei aus. Das ist so schön gefaltet schon. Ja, ne? Das hat mich auch sehr begeistert. Das ist toll, ne? Also, ich würde sagen, jeder drei. Die drei schönsten jeweils. Warte mal, hier noch ein bisschen. Mhm. Das ist gar so viel. Jürgen, das ist schon eine fantastische Frage. Ja, dann hau sie raus. Dann soll ich gleich? Ja, na komm. Also, ihr macht eine Zeit... Hallo? Ja, sorry. Ich habe jetzt das Wort. Ihr macht eine Zeitreise durch eure Geschichten. Welche nützlichen Gegenstände würdet ihr euren Helden an die Hand geben? Goldschläger. Jeweils nur ein Gegenstand. Und was sollten eure Helden damit ändern können? Das ist jetzt natürlich fies für dich, ne? Aber du kennst ja sicherlich alle unsere Podcast-Episoden. Natürlich. Ich lasse euch antworten. Was würde Dominic, what would Dominic say? Nichtsdestotrotz, aber am Ende des Tages, ich weiß, was er weiß nicht. Was würde er sagen? Der Philipp, der gibt sich gerade gar keine Mühe, eine Antwort zu finden. Ja, ich überlege. Ich habe doch schon gesagt, Golfschläger. Golfschläger. Ja, ich weiß nicht, was er ändert, aber irgendwie, dass Maurice schon früher irgendwie zum Golf. Das würde ja nichts ändern. Ja, eben. Aber das ist doch schön. Weil einfach die Story von Maurice ist so toll. Aber vielleicht so ein Aufnahmeantrag für einen Golfclub. Das würde die Story verändern. Ja, ne, das wäre aber. Das wäre langweilig, ja. Ne? Ja, denn er tatsächlich irgendwie ein Podcast-Aufnahmegerät oder irgendwie Audio-Aufnahmegerät, um irgendwelchen seltsamen Dinge, also die irgendwie Leuten, abgelaufen sind, wo man sich denkt, wie ist das genau passiert? Das finde ich eigentlich das Schöne. Also ich würde eigentlich auch gar nicht, das finde ich nämlich jetzt eine Frage, ich würde die Geschichten nicht verändern wollen, weil sonst hätten wir ja hier überhaupt nicht so viel Spaß mit. Aber das einmal die Leute zu fragen, was zur Hölle sie sich dabei gedacht haben, fände ich eigentlich schon ganz gut. Ich hoffe, das befriedigt die Antwort. Also wer gerne so einen Zettel hier, den wir jetzt vorlesen, darf sich gerne hier so einen Magnet dann abholen. Oh ja. Da stehen jetzt leider keine Namen drauf. Aber warte mal, wir packen einfach einen zu deiner Frage dazu und dann darf das die Person abholen. So ist das. Genau. Ich packe hier zwei auf einmal, weil es in eine ähnliche Richtung geht. Kriegen wir beide ein. Erstens, wann gibt's endlich wieder Wer bin ich? Schade, dass Dominik nicht da ist. Ich bin echt traurig. Und was haltet ihr von dem Formatvorschlag? Reloaded, Philipp als Community. Also sozusagen einfach. Ja, wenn ich raus bin an der Stelle, dann kann ich mir auch vorstellen, dieses Format wieder zu beleben. Ja. Ja, also ich will nicht sagen, dass das nie mehr wiederkommt. Nee, aber ich glaube, wir müssten irgendwie einen Twist finden, dass wir selber wieder mehr Spaß dran haben. Ja, das hat sich einfach nach einer Zeit nicht mehr, das hat sich ein bisschen abgenutzt für uns mit der Zeit. Und müssten wir irgendwie, also wenn jemand denen die perfekte Idee hat, das irgendwie zu reanimaten, dass es uns auch wieder Spaß macht. Ich glaube tatsächlich schon, dass inzwischen bei uns allen dreien wieder so viele Ideen da sind, was man denn cool machen könnte, dass es vielleicht schon auch irgendwann wieder mal eine Folge gibt, aber wahrscheinlich nicht mehr in der. Ja, aber vielleicht machen wir auch einfach irgendwie nochmal. Könnt ihr mal die Feuerwehr da draußen irgendwie umleiten oder das ist ja wirklich nervig. Sehr schön. Ich habe eine Frage an dich, Philipp. Ja, mich, an mich? Ja, und ich glaube, das ist etwas, das jeder fragt sich heute. Warum trägt Philipp bei dieser Hitze eine Krawatte? Spontan Applaus im Publikum. Warte mal, darf ich die Antwort geben? Ja. Ich glaube, ich lese die Antwort aus dieser Frage hier raus. Oh, perfekt, ich kann mich zurücklehnen. Wurde die Vertretung für Dominik auch aus optischen Kriterien gewählt? Ihr seht euch alle frisurtechnisch sehr ähnlich. Ästhetisch passe ich sehr gut dazu. Den Joke hatten wir tatsächlich vor der Aufnahme schon gemacht, so ein, alle drei haben nicht viel Haupthaar. Alle drei tragen mittel bis sehr kurzem Bart und Aber deswegen die Krawatte, ne? Damit man dich auch. Genau, dass man einen Unterschied merkt. Ja. Nee, ist tatsächlich ein, Auftritt, ich habe Bock, Krawatte zu tragen einfach. Also einfach im Sinne von so ein Bühnenoutfit anhaben. Ja, das ist wie so sich verkleiden, ne? So, das ist für einen Anlass richtig einfach. Aber ich habe da Spaß dran. Also das ist wirklich kein, also wenn mich dann Leute fragen, sagen, Alter, stirbst du nicht? Und ich so, schon so ein bisschen. Es ist echt warm. Aber ich sterbe in Style. Aber nee, es ist mir nicht um den Stil. Es ist für den Kunst. Das ist wie ein Outfit anziehen für eine Aktivität, die du tust, und dann ist es so ein, dann hat es eine gewisse Wertigkeit damit auch irgendwie. Ja, vielleicht probiere ich das mal beim Klettern. Vielleicht ziehe ich mir auch mal. Mega gute Idee. Ja. Oh. Hau raus. Für den nächsten Winter. Das fällt mir gerade schwer, das mir vorzustellen. Für den nächsten Winter lieber kalt duschen oder kalt essen? Das ist hart. Kalt duschen. Ich koche so gern. Ja, du kannst ja auch kochen, du musst nur dann kalt werden lassen. Wow, wirklich.
Ja, aber, naja, also. Also, wenn es nur auf den Winter begrenzt ist, dann auf jeden Fall kalt essen. Ja. Kalt duschen kriege ich. Das kriege ich nicht mal nach der Sauna hin. Nee. Kalt duschen geht nicht. Wobei wahrscheinlich endlich die Meinung nach einer Woche. Aber. Nee, ich koche einfach zu gerne. Schon daher. Ja, kalt. Ja, ich weiß nicht. Nur Gazpacho. Ja, weiß nicht. Ich gebe noch eine dritte Option. Yeah. Kalte Füße mit unter der Bettdecke. Ja, dann. Moment, also, wie ist die Frage gemeint damit? Was? Nein, wie ist es gemeint mit kalte Füße? Kalte Füße, wie passt es da rein? Dann? Welches der drei würdest du ertragen? Also, dass die eigenen Füße kalt sind. Den Winter lang kalt duschen, den Winter lang kalt essen oder den Winter lang mit jemandem quasi mit fremden kalten Füßen unter der Bettdecke verbringen. Letzteres macht mir gar nichts aus. Auch wenn du die Person nicht kennst? Ist die Person noch an den Füßen dran? Aber dann, ja genau, es liegt nicht an den kalten Füßen. Moment. Das weißt du vielleicht in dem Moment gar nicht? Ja. Okay. Ich glaube, kalt essen würde ich am liebsten machen. Ich glaube, also kalt ich bin essen. Sicher bei kalt essen. Kalt essen. Genau, dann das ist auch wieder so ein bisschen kombimäßig hier. Das kombiniere ich mal. Habt ihr geheime Gesten während der Aufnahme, wie zum Beispiel allmächtig, ich muss dringend pinkeln. Ich finde auch schön, dass hier allmächtig steht. Das ist ungefähr auch das Codewort für Sekunde. Oder schweig stille, das ist sexistisch. Oder ich schlafe jetzt ein, gute Nacht, Josh. Und auch dann die Anschlussfrage hier, was war das Peinlichste, was ihr je aus einer Folge rausgeschnitten habt? Tatsächlich nix. Also... Nee, wir haben wir mal irgendwas wirklich... Ja, wir haben mal Namen gepiept oder so. Ja, aber das hat man ja gehört. Das war ja offensichtlich, weil da, ich weiß gar nicht... Ja, doch, im gleichen Stil haben wir auch schon mal einen Satz entfernt oder so, ne? Weil, stimmt, irgendwas war... Weil Dominik, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Dominik redet recht gerne über seine Arbeitskollegen während der Aufnahme. Ja, das stimmt. Und nicht alles davon kommt in der finalen Aufnahme. Ja, aber es ist selten geworden. Was macht er eigentlich auf der Arbeit? Redet er über seine Arbeitskollegen? Ja, ja, klar. Oder über uns? Nee, niemals über euch. Ja, ich glaube, er redet nur über seine Kollegen eigentlich. Ja? Auf der Arbeit? Ja. Mit den Leuten? Überall, ja, wahrscheinlich. Verrückt. Und sonst geheime Gesten? Also, es ist ehrlich gesagt eher, dass wir... Vielleicht, nee. Nee, es ist dann eher, ich muss jetzt aufs Klo und dann aufstehen und dann kommt man wieder und dann setzt man sich hin. Und ja, aber wir sagen dann auch zur Not mal, allmächtig muss jetzt mal aufs Klo. Also das ist jetzt. Weil dann muss man eh schneiden. Ich habe meistens die Hände voll und von daher. Und ich wollte jetzt sagen, ich mache eher mein. Und ich bedenke so wirklich den Gag so flach, so dumm. Na, wobei, nee, da freue ich mich eigentlich eher. Ja. Ich habe eine Frage, wo ich die Antwort schon parat habe. Ja. Ich habe quasi die Antwort hier sitzen. Ja. Mit wem würdet ihr gerne mal zusammenarbeiten, eine Podcast-Folge machen? Oh. Oh. Dominik. Oh. Das ist dein Applaus, Scheiße, John. Das ist dein Applaus. Den hast du dir verdient. Aber ich habe euch sehr, sehr gerne. Die waren auch auf meiner Podcast als Gäste, als Ask a German-Folge. Und das hat viel Spaß gemacht. Und das können wir wieder sehr gerne machen. Also ich meine, du hast jetzt nicht nur einen gut, sondern mindestens mal zwei, wenn nicht sogar drei. Von daher, wenn du das gerne möchtest. Machen wir das auf jeden Fall. Ich habe eine Frage. Wie lange dauert die Nachbereitung des Podcasts? Schnitt. Und hat Jürgen inzwischen seinen Einsatz für das Charity-Projekt einlösen können? So, zuerst Nachbereitung. Ja, das haben wir da auch mal im Podcast. Das haben wir schon erzählt. Ich war tatsächlich, ich habe tatsächlich jemanden beim Umzug geholfen. Bei mir steht es noch aus. Ich wollte gerade fragen, wie ist es denn mit euch? Dominik wüsste ich auch nicht, dass der schon... Nee, bei mir steht es noch aus. Und bei dir auch? Genau. Es ist schon ein Termin ausgemacht, wo es vielleicht klappt, weil die Person, also weil ich mich mit der Person halt treffen muss und so, aber ja. Weißt du, was dir blüht? Entweder irgendwas zum Thema Softwareentwicklung oder keine Ahnung, ich weiß es noch nicht genau. Oh, das ist cool. Besser als beim Umzug helfen. Ja, weiß ich nicht, weil das ist halt wieder das wie im Job. Also ich würde jetzt sagen, ich wurde extra deswegen wahrscheinlich ersteigert, weil das war das Beispiel, das ich gebracht habe, das ich nicht machen will. Jemand beim Umzug, aber es stimmt eigentlich gar nicht, ich helfe eigentlich gern beim Umzug. Du hast doch gesagt, du machst es. Aber ich muss auch dazu sagen, das war derjenige, der auf uns alle drei geboten hat und die Auktion gar nicht abgewartet hat, sondern direkt 1.000 Euro überwiesen hat. Stimmt. Also von daher, da habe ich sehr, sehr gerne geholfen. Und es war auch nicht bei seinem Umzug, sondern bei seinem Sohn. Der mit der Familie umgezogen. Also es war sehr nett. Schön. Und ich habe noch eine Pizza bekommen. Und vor allem, was ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist hier nur 300 Meter von meiner Wohnung weg. Ja. Warum sagt ihr nicht Bescheid? Nee, da waren schon genug Menschen. Das war bei Rock im Park, direkt neben Rock im Park. Da wäre einer mehr, wäre da gar nicht. Das wäre da gar nicht. Ja. Gibt es eine Aufnahme, die für immer im Giftschrank verschwunden ist? Was müssen wir tun, um sie zu befreien? Ja.
Es gibt eine. Es gibt eine. Spoiler, sie ist langweilig. Oder nee. Nein, sie ist frustrierend gewesen für uns. Oder nee, ich weiß gar nicht. Reden wir vom gleichen? Ich weiß ich nicht. Aber die, es gibt mehrere da, die in Archiven. Die Black Stories Folge? Ja, die meinte ich schon. Ja, weil dann ein. Also heute können wir ja drüber reden, ne? Weil ja, stimmt, heute ist Dominik nicht da. Kennt ihr das Format der Black Stories? Das haben wir mal probiert als Bonusformat. Ja. Was soll ich sagen? Dominik findet solche Spiele nicht schön. Nee. Nee, und dann war einfach auch sozusagen, also dann war die Podcast auf, also es war auch einfach. Es war ein bisschen undynamisch. Es war dann nicht lustig. Es war ein oder, bisschen undynamisch, ja. Ja, und dann war es so ein. Aber das ist eigentlich, tatsächlich würde sich ja Geschichte, ich habe so viele Themen, die sich dafür halt perfekt anbieten würden. Ne? Ja. So. Ja, das ist. Schade. Irgendwas ist immer. Sean, wie stehst du zu solchen? Ach so, für die, danke, genau. Ja. Für die Nachbereitung. Ja, ungefähr Länge der Folge mal 3. Länge der Folge mal 5, wenn es wie so eine Live-Sache ist. Also, ja. Bei mir geht es ganz schnell. Ja, ich weiß. Dafür bereitest du viel vor. Das stimmt. Und Dominik schreibt was auf Twitter. Und kommt nicht zur Live-Aufnahme. Also irgendwie. Ey, vor allem erst den Tag einfach austeilen. Haben wir schon erwähnt, dass das Essen hier fantastisch ist? Und so reichhaltig, so viel. Es gibt Burger und Pommes. Nee, das stimmt nicht. Aber doch, es gibt Burger und Pommes. Wenn es mal eine Podcast-Geschichte über euch geben würde, welche Stories aus eurem Leben wären erzählenswert? Ich weiß tatsächlich nicht, ob es noch irgendeine Story aus meinem Leben gibt, die ich noch nicht in irgendeinem Podcast erzählt habe. Also so arg viel, doch, es gibt eine. And this is how I met your mother. Es gibt eine, ich muss mir gerade nur kurz überlegen, ob ich die irgendwie wirklich erzählen will. Ich war mal sehr betrunken auf einer Klassenfahrt. Das war in der 11. Klasse. In der 11. Klasse, kann man da schon betrunken sein? Ja, es war in der 11. Klasse. Und wir waren in Köln. Und Köln ist ja, also lädt ja ein zum Trinken. Ja, what happens in Köln, stays in Köln. Und ich war wirklich irgendwann wirklich so schwer betrunken, dass der Mathelehrer war dabei, als wir durch die Kneipen gezogen sind. Und der hat danach quasi einen meiner Mitschüler auf mich angesetzt, um mich so in den Arm zu nehmen und wieder zurück zur Jugendherberge zu bringen. Und ich dachte, der hängt sich jetzt hier ein und singt mit mir und so. Und er hat das überhaupt nicht, also war, dass ich sicher nach Hause komme. Und dann komme ich in dieser Jugendherberge an, gehe nochmal aufs Klo, bevor ich ins Bett gehe und sitze da auf dem Klo und stehe auf und spüle. Und stell fest, ist überhaupt nicht die Toilette? Nee, es war die Toilette. Aber dann rutscht hinten aus diesem Klo dieses Rohr einfach raus. Oh Gott. Also ich konnte wirklich, ich habe nichts falsch gemacht. Ja, ja. Ja. Also mein einziger Fehler war. Jürgen did nothing wrong. Ja, so was passiert. Mein einziger Fehler war. Oh Gott, das ist wirklich peinlich. Soll ich das zu Ende erzählen? Nein. Jetzt musst du. Jetzt ist es Ende der Geschichte. Ab sofort geht's hinter die Patreon Paywall. Mein einziger Fehler war, ich hatte mich noch nicht fertig wieder angezogen, als ich auf die Spülung gedrückt habe. Also ich stand jetzt da mit nasser Unterbekleidung und einem Rohrbruch. Und okay, also scheiße. Ja. Okay, konnte ich jetzt gerade nichts machen, ja, habe dann meine nassen Sachen und bin unten ohne, quasi nur im T-Shirt bekleidet, über den Flur zurück ins Jugendherbergzimmer. Und also du hast den Donald Duck gemacht? Und es war so eine Tür, die man nicht von außen aufmachen konnte, sondern nur mit dem Schlüssel. Jetzt stand ich da auf diesem Scheißflur, halbnackt, total betrunken, mit einer nassen Unterbuchse, mit dem Rohrbruch auf dem Klo. Ja. Klopf, lass mich rein! Weil mir nicht alle schon mal nackt. Und dann steht mein Mathelehrer hinter mir. Und ich so, Rohrbruch? Und er hat mich nur noch irgendwie in das Zimmer reingeschoben und ab dann weiß ich auch nicht mehr viel. Ich musste nur dann den nächsten Abend, musste ich mit ihm zu zweit verbringen quasi. Ich durfte dann nicht mehr mit den anderen losziehen, sondern ich musste mit ihm. Das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich dann. Hallöchen! Jürgen und der Mathelehrer. Demnächst. So, das ist etwas. Das war eine Geschichte, Patreon, die ich noch nie in einem Podcast erzählt habe. Schön! Wow. Oh. Ich fand, die kam auch so von Herzen. Ich fühle mich ein bisschen schmutzig. Ich habe eine Frage, dass ich nicht verstehe, aber ich lese es vor. Ja. Wenn der Bubatz... Kiffgras. Ach so. Wenn der Bubatz irgendwann legal ist, wird dann live gebufft bei Ach. Wird dann live gebufft bei Ach. Ich hasse Rauch. Von daher... Also Schmach? Oder wie hieß das dann? Schmauch? Schmauch. Nein, ich versuche gerade den Namen für das Format zu finden. Also, das könnte euch passieren. So, ich für meinen Teil hätte da jetzt keine Bedenken. Der Rauch der Geschichte.
Ich mag Ding, ich mag die Darreichungsform. Also ich also bin alles vertraut. Es hat ja auch Style dann, ne? Wenn ich dann da sitze, dann würde ich mir vielleicht auch so ein Buch mit so einem Ledereinband vielleicht besorgen und dann irgendwie noch so ein Cognac-Glas und dann ein bisschen eine Pfeife am besten. Kann ich auch verstellen. Vor einem Kamin. Aber das ist so der Trend im Moment, diese betrunkene Podcasts und jetzt. Elon Musk hat sie vorgemacht, irgendwie hier im. Achso, im Joe Rogan. Joe Rogan hat er dann. Ja. Ich frage mich aber tatsächlich, ob das dann lustig wäre oder ob man das halt. In diesem Fall, so mit Elon Musk hatte, das war lustig. Okay. Ja, aber ich glaube, es war lustig, weil es Elon Musk ist, oder? Ja, genau. Es könnte sein. Die Frage, ob das. Also, ich glaube, ihr müsst es versuchen. Also zur Not andere Podcast-Formate, wo ich das garantiert mal unterbringe. Ja. Gut, und es gibt einen zweiten Teil, oder es hat nichts damit zu tun. Würdet ihr lieber ein blutiger Fleischwurst oder ein fleischiger Blutwurst verspeisen? Das ist eine Frage für Dominik. Die heben wir ihm auf. Das ist gut. Ja. Oh Gott, das ist eine ganze Geschichte hier. Ja, dann, also wenn sie noch gut ist, dann bringe ich hier noch, welche Protagonisten, also das hatten wir eigentlich schon. Also, wen würden wir mal einladen? Ich versuche das mal vorzulesen. Ja, die hatten wir einfach schon. Warum trägt Philipp eine Krawatte? Ja. Ein L2P, möchte ich anmerken. Ja, sehr gut. Ich bin drunter steht, mit dem Pfeil, ja, die sieht gut aus, aber Hitze. Ja. Und ein Wort ist durchgestrichen, da steht drunter, Satzbau unterwegs geändert, echt warm, puh. Ja. Daneben steht noch, die Käse-Dingsi mit Brot ist echt lecker, die veganen Brote auch. Ach, nice. Ja, ist das ein Name? Janova? Ja, weiß ich jetzt nicht. Lach würde das ja ich würde das ja eher L-Ach aussprechen. L-Ach? Okay. Also Lach, das L-Ach. Format. L-Ach. 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 Das klingt so ein bisschen arabisch. L-Ach. L-Ach. Also das war jetzt, ich habe die Frage nicht so richtig, also da oben, aber die wurde dann gleich direkt selbst beantwortet. Und, nee. Das ist eine rundum gute Frage. Das ist rundum. Okay, gut. Gut. Du hast ja auch noch so einen richtigen Roman. Ja, jetzt ist ein Roman. Kapitel 1. Sind Geschichtspodcasts für Dominik und Philipp wirklich verboten, damit sie nicht aus Versehen eine spannende Geschichte hören, die bei Ach kommen könnte? Also tatsächlich, ich höre wirklich keine mehr. Und mir hat jemand von der Story von heute persönlich erzählt. Und deswegen kann ich die. Also. Okay. Ja, also die Story ist tatsächlich sehr bekannt. Und eigentlich versuche ich ja auch, habe ich ja auch schon mal erzählt, ne, den amerikanischen Sprachraum so ein bisschen zu vermeiden. Mhm. Wobei ich da jetzt schon nicht mehr ganz so streng bin, weil da gibt es einfach auch noch so wahnsinnig viele absurde Geschichten. Ja, genau. Aber da gibt es natürlich auch entsprechend viele Podcasts, die das schon behandelt haben. Und eigentlich will ich nicht was machen, was andere schon gemacht haben. Ja. Aber oft fällt es mir auch erst hinterher auf, weil sonst müsste ich die ja alle hören. Und ich höre die auch nicht alle. Ja. Muss ja nicht. Muss ja nicht. Ich glaube, Dominik interessiert sich eh nicht für Geschichte. Ja. Boah, einfach, wie heute einfach alle. Ja, ist gut, dass ihr nicht da seid, ne? Nee, ich hebe mir noch auf. Das ist eine schöne Abschlussfrage. Die hebe ich mir auf. Ich habe drei noch. Ich muss nicht alles fragen, aber. Ja, such dir die Schützen aus. Philipp Gags nicht erklären. Wie fühlt sich das an? Das ist lustig, weil Philipp immer Gags erklärt. Nein, ehrlich gesagt, ich habe einfach eine diebische Freude daran. Ich habe einen Gag kapiert. Nee, ich erkläre ihn dir nochmal. Pass mal auf. Und zwar nicht aus so einer. Also ich will nicht wirklich den Leuten den Gag nochmal erklären, sondern es ist einfach eine innere Freude, das nachher noch so zu zelebrieren und alle sich denken so an, oh, ich hab's verstanden, hör auf, bitte, hör auf. Ja grade, aber das ist witzig. Gerade bei so schlechten Witzen ist natürlich unfassbar komisch. Ne? Aber jetzt, was macht das mit dir, wenn dir jemand das verbieten würde? Können wir machen. Ist das schlimmer, als keine Geschichtspodcasts hören oder nicht so, nur auf so einer Skala? Es käme aufs Format an, also ich würde ein bisschen fragen, so an, warum ist es mir verboten? Das ist witzig, weil ich die Frage gar nicht ernst gemeint habe. Ja. Okay. Nee, aber könnte ich mitleben, wenn das Format dazu passt. Ja. Tut mir nicht sehr weh. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, keine Ahnung, die muss man einfach mit Gewalt durchziehen. Das ist wie. Ich sag nur den Egelanwalt, ne? Ja, der Egelanwalt oder auch ein. Was haben wir anfangs über diesen Egelanwalt diskutiert? Ja, ja. Bring den Gag und was. Folge 2 haben wir uns ja noch nicht so gefunden gehabt und so, ne? Ja, ne? Und dann so, ist dieser Egelanwalt, der ist doch nicht lustig, aber. Na Moment, so beim 10. Mal irgendwann, also am Ende habe ich voll über den Egelanwalt gedacht. Ja, oder ich sag nur, der Arbeitskollege von Dominik, der sich beschwert, dass so oft
erklärt wird, dass die Kurzform von Achis, in der 10 Personen, 10 Hinweise kommen auf eine Person, die nicht unter uns zu weit und jetzt geht's los. Deswegen habe ich ja diese ganzen blöden Intros irgendwann angefangen zu machen. Das hat Philipp ja nur gemacht, um uns zu ärgern, weil wir haben uns vor der Person beschwert. Genau. Ihr habt auch angefangen zu beschweren, dann kam die Person dazu und dann war ein, nö gut, dann gibt's jetzt immer, ich mache ein musikalisches Intro, in dem ich aber immer auf nerve und jedes Mal erkläre. Dann wird der Gag jetzt totgeritten. Und dann war das Format irgendwann weg und dann, tja. Ja, es gab einen Nebensatz zu dieser Gags-Frage. Ist das heute eine Ausnahme, weil Dominik nicht da ist, dass du Gags nicht erklären darfst? Nö, es hat sich einfach so ergeben. Und nur zwei, welche war eure persönliche Lieblingsfolge von 8 Podcast? Also Dominiks Antwort kenne ich. Ja. Das ist die Folge mit der russischen Flotte. Weil sie kurz ist? Ich überlege noch. Yeah. Jetzt könnte ich wieder die Maurice Flitcroft-Keule schwingen, weil es einfach so ein Herzensding ist. Ist dieser Film eigentlich endlich mal im Kino jetzt in Deutschland? Nee, gibt keine Ahnung. Nicht. Also eigentlich müsste man in Nürnberg gemeinschaftliches gucken, wenn der rauskommt. Ja, also wäre ich sofort Casablanca oder so. Wäre ich sofort dabei. Ja, nice. Sonst ist es so ein bisschen wie ein Sag mir, welches deine Kinder dein Liebstes ist. Jede Eltern wissen, es gibt eine Antwort, aber offiziell sagen natürlich genau, alle, nein, ich mag sie alle. Sagen, aber machen wir dann, wenn die Mikros aus sind. Nee, ich wüsste aber ehrlich gesagt auch. Nee, also die Flitcroft-Folge ist einfach die an sich schönste Geschichte, aber es gibt auch andere mit schöner Dynamik irgendwie. Ja, ne? Ich habe ein sehr gespanntes Verhältnis zu den Folgen, weil die ja sozusagen, wenn sie rauskommen, habe ich die x-mal gehört beim Schnitt und dann gehen sie mir eher auf den Nerv. Mhm. Und dann sozusagen, wenn ich sie irgendwann mit Abstand, also in dem Moment, wo sie aufnehmen, liebe ich es, dann mache ich sie mir selber kaputt, weil ich sie höre beim Schnitt und dann irgendwann kommen sie wieder und dann finde ich sie gut. Und das wäre so ein, in welcher Phase erwischt man welche? Ich habe keine gute Antwort. Also, dann möchte ich meine Antwort einloggen. Ja. Nee, doch nicht. Nächste Frage. Ja, gerne. Habt ihr Frage an uns? Oh, wahrscheinlich das ist, kommt was ich gut finde. Klassischer, wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Oder woher kennt ihr uns? Das habe ich heute tatsächlich schon jemanden gefragt. Ja. Ja. Ist auch cool, alle auf einmal zu fragen, ne? Ja, nee, die Frage wäre, ruft mal bitte auf 3 rein, woher ihr uns kennt. 1, 2, 3. Versicherung. Ah, ja. Ne? Haben wir eine Antwort. Mhm. Ja. Hat es euch Spaß gemacht heute? Das wäre die Frage tatsächlich. Ja? Ja. Sollen wir uns bemühen, das hier nochmal zu machen? Dann, also es tut mir jetzt leid für dich, Sean, aber ich würde dich gerne als Ehrengast dann vielleicht trotzdem irgendwie mit da haben. Ich bin sehr gerne in dem Publikum. Vielleicht können wir das nochmal zusammen mit Dominik machen. Ja. Kalli, wie stimmt der Umsatz? Dominik kriegt nichts zu essen, wenn er schaut. Okay. Das ist ein fairer Deal. Ja. Also müssen wir, Dominik kriegt nichts zu essen, aber das finde ich gut. Finde ich okay. Das ist witzig, weil, aber du hast noch eine Frage. Ich habe noch eine letzte Frage, die, was ist das Tollste an Dominik? Oh. Das wäre auch eine Frage fürs Publikum. Naja, nein, was ich an Dominik sehr mag, ist, dass ich bei, also ich kann ihn manchmal nicht so einschätzen. Du kennst ihn länger als ich. Du bist ja super lang schon mit ihm befreundet, kennst ihn aus dem Studium, glaube ich, ne? Schon. Oder er ist dann von Computec. Fast. Bei Computec dann. Genau. Spätestens. Okay. Dass ich manchmal bei ihm nicht einschätzen kann, kommt jetzt irgend so ein trockener Spruch um die Ecke. Kommt irgendwas leicht Zynisches oder kommt plötzlich was total Herzliches? Letzteres nicht so oft, aber dann kommt es manchmal sehr unverhofft, dass man so denkt, wo kommt denn das jetzt her? Jetzt aber. Ja. Der hat dein Herz. Ja. Nein, das klingt jetzt so gemein. Also ich finde tatsächlich toll, dass das einfach, das ist so eine schöne Bandbreite an Dynamik. Ja. So, ja. Wir haben am Anfang echt, jetzt erzähle ich es nochmal, dass wir am Anfang nicht ganz sicher waren, bis wir diesen Podcast, bis der so seine Form hatte, ne, bis wir uns gefunden haben und jeder so ein bisschen seine Rolle, da wusste ich nicht, okay, ist der Philipp irgendwie, ist der zu spontan, zu laut, ist der Dominik irgendwie zu ruhig, zu Dings, bin ich, mache ich das richtig, passt das so und so, ne? Und irgendwann bin ich aber zu dem Schluss gekommen, das ist eigentlich genau geil so, ja. Es gibt irgendwie einen, der nicht lange überlegt und einfach raushaut und dann einen Witz erklärt und dann einen Witz nochmal erklärt und dann nochmal. Und es gibt da einen, der dann sagt. Und es gibt Philipp. Moment mal. So, und dann weiß ich schon, wenn jetzt kommt, Moment. So, ne, dann weiß ich, okay, jetzt kommt irgendwie ein überlegter Einwurf. So. Und gerade das beides zu haben, finde ich mega. Das stimmt. Vor allem, ich wollte gerade sagen, er kriegt oft auch so Sachen hin wie ein, er ist jetzt 24 inzwischen in der Geschichte.
wo ich mir immer denke, oh cool, der hat jetzt echt gut aufgepasst, so ein, 4 Jahre später, 2 Jahre später, wo selbst du manchmal, Jürgen, gar nicht so mitkommst, so ein Moment, ich muss darüber nachdenken. Ich habe versucht, das mal in meine, ich habe mir mal so eine Lese-App gebaut, die so die Zeitmarken dann, wenn ich drauf habe, ja, eine Zeitmarke, dass wir dann später Kapitelmarken sind, also ganz kompliziert. Naja. Aber da habe ich mal versucht, irgendwie so einzubauen, dass ich die Jahreszahl, die am Anfang gelandet, so dass die immer zurückgerechnet wird, dass ich ungefähr abschätze. Funktioniert natürlich nicht, aber so groß war meine Not schon, dieses, wie alt sind wir eigentlich gerade? Moment, jetzt habe ich meine Position verloren, scheiße. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es aber wieder. No, und dass er sich wahnsinnig über die mitgebracht, also bei der Bekochung zu schauen, hat er sich riesig gefreut drüber. Das fand ich schön. Ja. Das ist einfach so ein, ich freue mich drüber und es finde es schön. Ja. Ich hatte echt noch einen Punkt jetzt im Kopf. Das ärgert mich. Ich muss das irgendwann machen. Ich muss das. Meine Damen und Herren, bedanken Sie sich bei unserem Sondergast, ganz spezial, der Sean. Danke, danke. Heute Abend an der Erzählterrasse der Jürgen. Mit großem Einsatz und vielen Dank an die Technik und das Barteam vom ganzen... Sorry. Von der Kneipe hier, vom Afterwork. Ansonsten hängen wir hier noch ein bisschen rum, wer Lust hat. Und Jürgen spielt Sachen aus seinem Handy ins Mikrofon rein. Sorry, irgendwer hat mir das Kabel geklaut. Ich weiß gar nicht, das ist hier irgendwo. Ja, das Kabel raus. Das muss jetzt so gehen, da müsst ihr jetzt durch. Fantastisch. Ach ja, schön. Jetzt bleiben wir einfach hier sitzen. Hast du dich schon bei der Podcast-Stimme nochmal hier? Ja, nochmal danke bei Philipp für das Intro. Er wird jetzt gleich nochmal hier zu hören sein. Oh ja, oh ja, oh ja. Wie ist es eigentlich für dich, so dieser Druck, so in der Öffentlichkeit zu stehen? Und das war A, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, und jetzt haben wir hier Postshow. Und was soll ich sagen? Postshow hört für die Leute zu Hause jetzt auf. Aber wir sagen noch ein bisschen Hallo. Ansonsten, hier vorne sitzen übrigens noch mehr Menschen, die hier öfter Erwähnung finden. Scheiße, die Leute, wir haben eine ganze Podcast-Aufnahme ohne den Entbehrliches-Podcast zu erwähnen gemacht. Ja. Das gibt's ja nicht. Und ich möchte bitte eine Sache noch mit allen zusammen machen. Und zwar, ich möchte gerne gute Nacht, Josh, gute Nacht wünschen. Auf drei bitte ganz laut alle zusammen als Abschluss für diesen Podcast. 1, 2, 3. Gute Nacht, Josh. Schön. Sehr gut. Also hört Dankeschön. The Germany Experience, hört Entbehrliches, hört Schmerzenssache. Ja, auch. Hört alles. Auch das, hört das alles. Und kommt wieder. Ja. Tschüss.